Willkommen zum Finale von Harry Potter und der Stein der Weisen. Wingardium Leviosa! Du wirst dasselbe Schicksal wie deine Eltern erleiden! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Töte ihn und scher dich fort! Jetzt Feuer! Der Gegner eben. Der Zauber ging in die Hose. Jetzt weg. Gut so. So. So, jetzt muss ich ihm gegenüberstehen. Jetzt Feuer! Wingardium Leviosa! So, jetzt aber. Wie schon erster Treffer, Voldemort! Glaub nicht. Mensch, Harry, konzentrier dich. Du kannst ihn besiegen. Er steht ja doch vor dir. Wingardium Leviosa! Das gibt's doch nicht! Bist du blind? Oh. Wingardium Leviosa! Du bist für das peinlich, schon. Wieso ging der jetzt nicht zurück? Wingardium Leviosa! Ich hab doch A gedrückt! Samuel! Wingardium Leviosa! Doof? Um es noch harmlos auszudrücken. Das so! Schmerzt, das schmerzt! Jetzt fängt's an, Voldemort! Wingardium Leviosa! Wieder zurück. Zum Schutz der Hinter. War zu früh! Jetzt weg! Vorsicht, Meister! Jawohl! Fast die Hälfte Hammer! So, jetzt kriegst du die nächste Packung! Jetzt! Oh. Mist! Wingardium Leviosa! So, es kriegt nicht das Seil. Oh! Wingardium! Jetzt aber! Muss ich dich meistern! So, die Hälfte Hammer! Jetzt läuft's doch! Das haben wir schon dreimal getroffen! Er hat gleich fertig. Wingardium Leviosa! Das war aber knapp! Das ist wieder am Spiel. So. Stimmt? Mann! Wingardium Leviosa! Wenn du das sagst, gar nichts mehr, Freund. Boah. Wenn's geht, dann geht's vorbei. Wingardium Leviosa. So! Nein, Meister! Wahrscheinlich Feierabend! Voldemort, schrecklich Quirrell! Wingardium Leviosa! Yo! Das war's! Super! Was ist das für ein Zauber?
Das ist Liebe! Hol dir den Stein! So, das lehne ich mich mal zurück. War doch etwas anstrengendes Let's Play. So, gehen wir zur Hauspokalfeier. So, die Treppe runter. Nun, wie ich es verstehe, sieht es wie folgt aus. An vierter Stelle Hufflepuff. An dritter Ravenclaw. An zweiter Slytherin. Und erster ist Gryffindor. Ich habe noch ein paar Punkte zu vergeben. Schauen wir mal. Ja? Zuerst an Mr. Ronald Weasley. Für die beste Schachpartie, die in Hogwarts seit vielen Jahren gespielt wurde, verleihe ich Gryffindor 10 Punkte. Zweitens Miss Hermine Granger. Für den Einsatz kühler Logik im Angesicht des Feuers verleihe ich Gryffindor 10 Punkte. Drittens Mr. Harry Potter. Für seine Unerschrockenheit und seinen überragenden Mut verleihe ich Gryffindor 10 Punkte. Der Hauspokal wird gleich verliehen. Wir sollten uns auf den Weg zur großen Halle machen. Hermine hat recht, Harry. Wir sollten das nicht verpassen. Wir haben gute Chancen, Slytherin zu schlagen. Au. Au. Albus Dumbledore. Los, Harry. Hat eben gesagt, erster ist Gryffindor. Hoffentlich haben wir mehr Punkte als Slytherin. Ich freue mich schon auf Malfoys Gesicht, wenn wir gewinnen. Wir haben gewonnen, Ronald. Auf zur großen Halle. Diese Logik. Wer soll das verstehen? Ich verstehe es nicht. Dumbledore. Sag noch groß, erst Samuel Hermine. Wenn ich noch einmal mir in den Weg stelle, gibt es einen Fluch. Das war nicht irgendein, sondern den Avada Kedavra. Aber... kleiner Scherz. Am Rande... Ronald Avada! Ich wette, wir haben genug Hauspunkte, um den Pokal zu holen, Harry. Gehen wir rein. Ich will Malfoys Gesicht sehen. Au! Au! So. Die Endstände der Hauspunkte. Hufflepuff. 90 Punkte. Gryffindor 255. Ravenclaw 100 Punkte. Und zu guter Letzt Slytherin
155 Punkte. So, Leute, das war's. Harry Potter und Stein. Die Gesamtsumme der Hauspunkte wird errechnet. Und wieder ist ein ereignisreiches Jahr in Hogwarts zu Ende gegangen. Zur Belohnung für die besonderen Verdienste um die Schule möchte ich Gryffindor nun den Hauspokal überreichen. Stark. So, schauen wir uns jetzt die Credits an. Harry Potter und der Stein der Weisen ist zu Ende. Ja. Es ist eine gute Umsetzung des Spiels zum Film, auch zum Buch. Ich spiele sehr gerne. Und ja. Das Einzige, was mich stört, ist, dass die Vorgeschichte fehlt. Heißt, wo Harrys Eltern ermordet werden. Die Aufklärung, wer Voldemort ist. Was fehlt. Vielleicht noch, warum Hermine auf der Mädchentoilette geheult hat. Ansonsten... Top-Spiel von EA Games. Ich denke, dass ich in 3 Minuten Ende mache, denn man sieht eh nur Credits. Starte ich hier etwas Musik dabei. Aber dem ist nicht so. Kann man mal sehen, wie alles daran beteiligt ist, ne? Nach Harry Potter und der Stein der Weisen ist vor Harry Potter und der Kammer des Schreckens. Damit geht's dann weiter. Spiele alle 8. Wobei die Spielen 5 bis 8 Blind LP sind, weil ich mir die erst letzte Woche zugelegt habe. Die letzten 4 Spiele. Der Orden des Phönix, der Halbblutprinz, die Heiligtümer Solis Teil 1 und 2. Ja. Mich juckt es zwar, das anzufangen, aber ich möchte es mit euch zusammen erleben. Ich freue mich drauf. Sehe sogar. Ja, da passiert nichts Großartiges mehr. Ja? Bei der Kammer des Schreckens, die Credits, die sind in Maßen. Bei der Gefangene von Azkaban gibt es gar keine Credits. Ist einfach Schluss. Ich will es gar nicht mehr, wie es beim Feuerkelch war. Werden wir ja dann sehen. Im übernächsten Let's Play. Ja, ich würde sagen, machen wir hier Schluss. Wird ja doch dann langweilig. Ich weiß ja selber nicht, wann das endet. Immer wenn die Credits laufen, bin ich irgendwo mal hin. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Schönen Tag.